So, hallo, wir machen weiter. Bei Binding of Isaac Repentance. Wir sprechen nicht darüber, was im letzten Part am Ende passiert ist. Ich meine, wir haben immerhin die falsche Taste gedrückt. Die war's. Wir haben immerhin Tainted Keeper. Better Shops, Greed is good. Wir werden sehen, was das macht. Und es fehlt noch genau ein Tainted Charakter. Ich würde sagen, um einfach meinen Fauxpas aus der letzten Folge wieder gut zu machen, holen wir uns jetzt Tainted Lost. Ich habe ja immer gesagt, Tainted Lost mache ich irgendwann mit Dings so, ne? Aber das Ding ist halt... Achso, ich muss jetzt ja so wieder raus. Ja, RIP. Ja, mit so einem Curse Room will ich schon gar nicht starten. Wir starten mit was Gescheitem oder wir lassen's. Achso, kann... Nee, er stirbt hier instant, ne? Er verliert sein Schild, was eine Münze auslöst. Aber ansonsten kann er praktisch nichts dort machen. Okay. Also jetzt wieder den Gedanken ablegen, irgendwelche Sacrifice Rooms zu nutzen, das ist gerade nicht sinnig. Yo, gib mir Geld. Oder den Trinket. Den Penny halt. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Das wäre jetzt super dämlich. Dankeschön. Und? Na gut. Na gut, so. Schön die Itemräume in Ruhe lassen. Ihr wisst warum. Da wäre ein blauer Stein. Jetzt sind blaue Steine natürlich auch wieder... Nee, eigentlich sind blaue Steine noch schlechter als mit Keeper. Weil ich jetzt ja nicht mal den Effekt dabei habe, dass da blaue Fliegen rauskommen. Sondern wenn dann blaues Herz spawnt, ist dann blaues Herz und es nützt mir effektiv nichts. Das ist natürlich auch wieder dieses andere Dumme. Ha. Ha. Ja, und das... Ja. Das ist natürlich wieder alles doof hier. Die Lava bringt mir auch richtig viel. Wir nehmen es mal mit. Mann. Na gut, ich meine, jetzt ist der Raum ist jetzt tatsächlich schön. Weil man mit Lost halt einfach durchräumen kann. Einfach mal aufräumen den Raum. Und vielleicht haben wir ja Glück und kriegen ein 7er Item. Ein gutes im Shop. Reingehen können wir ja auf jeden Fall. Ist ja greatest. So. Cool. Kein 7er Item. Nüsch. 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 Ich könnte mir eine Bombe kaufen. Damit den Geheimraum sprengen, aber... Ja, der ist schon ziemlich offensichtlich hier. Aber ganz ehrlich. Ich könnte es auch einfach lassen. Hier wäre der andere. Wahrscheinlich. Kann mir der Typ da Probleme bereiten, wenn ich im Stein bin? Scheinbar nicht. Gut. Ja, ist doch in Ordnung. So. War cooler Boss. Absolut cooler Boss, würde ich wieder kämpfen. So, das ist kein HP-Up, es ist ein Range-Up. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ein Range-Up. Oder ist es Range? Das ist doch hier. Jetzt gucke ich echt das Marm-Item nach. Aber ich meine, es ist ein Range-Up. Weil dann würde ich es nämlich liegen lassen. Ja.
dann würde ich es rerollen. Ich meine, range-technisch, ne, sind wir eigentlich Lost, bei Lost ganz gut dabei. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt nicht besser geworden, aber wir kriegen ein Trinket. Und dann ist es ja doch wieder besser geworden. Okay. Nicht viel besser, aber es ist okay. Dann war es das mit der Ebene. Ab jetzt Möglichkeit für... Oh mein Gott! Für Satan-Deals, was gut ist. Weil wir ein Item gratis nehmen können aus dem Satan-Deal. Und es gute Satan-Deal-Items gibt. Ganz einfache Geschichte. Und solange wir den Toenail haben, kommt ab und zu mal Mom uns besuchen. Ich weiß gar nicht, ob die mir selber auch wehtun kann. Ich hoffe jetzt mal nicht. Kann die... Wait, kann die hier kaputt machen? Aber ich glaube, die kommt nur, wenn der Raum aktiv... Also wenn Gegner im Raum sind. Ich glaube, so von selbst kommt die nicht mal runter, zufällig. Glaube ich nicht. Aber ich glaube, die könnte wahrscheinlich hier kaputt machen. Hätte ich jetzt warten müssen, bis die nochmal kommt vielleicht. Ich lese es jetzt einfach kurz. Bevor ich mir immer Gedanken mache, wie etwas sein könnte, dann ist es ganz anders. Alle 60 Sekunden... Random. Oh, kann mich auch treffen. Dann ist es vielleicht gar nicht so das geilste Trinket. Dann wollen wir das vielleicht sogar recht fix wieder ablegen. Weil wenn die mein Leben beendet, wäre das nicht so cool. Aber sehe ich, wie die, wann die kommt? Also ist da so ein Schatten oder sowas? So eine Ankündigung? Nein, sehe ich nicht. Himmel hilf. Alles klar. Da gehen wir einfach... Ich wollte direkt wieder raus. Ich habe vergessen, dass die Tür zu ist. Ich wollte einfach wieder raus, aus genau dem Grund. Cool. Okay, nichts weiter Schlimmes. Nichts passiert. Wie ist denn das, wenn ich da jetzt wieder reingehe? Ist das dann von vorn? Und gilt das jetzt als Dings? Oder gilt das... Ne, das gilt nicht, ne? Das geht einfach nur kaputt. Ja, das gilt nicht als Sacrifice. Der Sacrifice beginnt praktisch erst ab dem Moment und dann ist man schon tot. Okay. Also ich kann die Sacrifice Rooms effektiv nicht nutzen mit Lost. Ich denke, das haben wir jetzt mehrfach demonstriert. Oh, Luck Up ist cool. Es gibt so viele Sachen, die von Luck abhängig sind. Zum Beispiel Träneneffekt und so Kram. So, Shop ist gratis. Oh, guck mal, jetzt gäbe es für 7 Münzen den Steam Sale. Das wäre auf jeden Fall eine Investition. Müsste man halt das Geld zusammenkratzen. Also zusammengekratzt bekommen müsste man das Geld erstmal. Naja. Bin gespannt. Jo, die springt einfach über die Steine. Trinket. Okay. Ich habe leider nur einen Schlüssel, das heißt, es ist 50-50. Aber wir warten natürlich erst. Vielleicht gibt es ja noch mehr coole Sachen. Ach du Schande! Okay, jetzt ist es wirklich böses 50-50. Weil ich habe 2 Schlüssel und 4 Kisten.
Wir fangen mit der an. War schon mal kacke. Wir machen mit der hier unten weiter. Okay, da gibt es einen Schlüssel zurück. Sehr schön, nochmal Luck up. So, jetzt ist wieder 50-50. Wir machen hier weiter. Es gibt keinen Schlüssel zurück. Aber ich kann mir zumindest Steam Sale jetzt kaufen. Und nach Steam Sale kann ich den Kollegen hier einmal sprengen. Wenn ich den schon sprenge, sprenge ich da die Donation-Geschichte gleich mit, falls er selber kein Geld rausgibt, nämlich. Und dann können wir uns einen Schlüssel wiederholen und mit dem die letzte Truhe aufmachen. Und theoretisch auch den Geheimraum mitnehmen. Der müsste hier sein. Was ist das denn? Der ist ja komplett nutzlos. Der war ja frech. Nicht mal eine Münze. Nix. Oh, cool. Tears up. Und Shotspeed. Schöne Sache. So. Auch nichts, was ich jetzt rerollt hätte, ne? Also ich weiß, dass ich rerollen kann. Ich habe es nicht vergessen, aber das wollte ich nicht rerollen. Denn die Möglichkeit besteht ja, dass wir das Rerollte verlieren. Also ich würde wirklich nur rerollen, wenn es einfach relativ nutzlos ist. Wenn es komplett nutzlos ist, sowieso. Aber wenn es relativ nutzlos ist, auch. So wie das Range-Up vorhin. So Range-Up muss echt nicht sein. Wenn man was anderes stattdessen haben kann, was viel besser ist. Gut, stattdessen kann man halt auch nichts bekommen. Aber ich denke, dass ihr schon auch drauf gehen würdet, zu den Eternal D6 ordentlich zu nutzen. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Ist ja nur eine Vermutung. So, was kriegen wir? Das ist schon wieder so ein Range-Up. Ich will das nicht. Ah! Da habe ich den Salat. Da habe ich den Salat. Aber es ist halt so. Aber es ist halt so. Da kann man auch nichts dran drehen. Es ist zum Glück eben nichts Schlimmes, weil ich würde ja wirklich nur rerollen, wenn ich sage, okay, ich kann drauf verzichten. Klar wäre jetzt das Range-Up besser gewesen als gar nichts. Aber wenn ich drauf verzichten kann, dann mache ich es nicht. Bettler? Der Bettler. Klingt jetzt auch nicht so luxuriös. Vor allem mit 8 Münzen will ich den eher nicht angehen. Ja gut. Mit Glück kommt ein Trinket raus. Aber mehr gibt es hier auch nicht mit den Fässern zu tun. Oh man. Ja, kommen Sie ran, wer will nochmal, wer hat noch nicht. So, da gibt es wieder einen Schlüssel. Und eine Münze. Und eine Münze. Und eine Münze. Ich muss mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, Münzen einfach sofort einzusammeln und so den Gedanken zuzulassen, es ist überhaupt nicht schlimm, eine Münze einfach einzusammeln. Das war mit Keeper ja ein bisschen anders. So, blaue Steine würde ich echt mit Lost auch in Ruhe lassen. Klar, es kann eine Kiste rauskommen und so Zeug, aber gerade wenn ich wenig Bomben habe, dann würde ich doch eher versuchen, den Geheimraum damit zu öffnen. Das könnte dann deutlich, deutlich sinnvoller sein.
So, apropos Geheimraum. Es gibt eigentlich nur eine gute Möglichkeit. Gucken wir mal, was da die Map dazu sagt, zu dieser Möglichkeit. Hier aus Ja. Ja. Ja, gut. Und jetzt haben wir halt wieder ein paar mehr Bomben. Jetzt würde ich sagen, kann ich auch einmal den blauen Stein mitnehmen. Ne? Das ist jetzt genau der Punkt. Das ist jetzt genau der Punkt. Den einen blauen Stein kann ich jetzt mal mitnehmen. Und wenn er kacke ist, dann ist er halt kacke. Und das ist gerade der blaue Stein, den ich gerne nehme. Sehr schön. Freuen wir uns. So, dann wird hier der andere sein. Okay. Was kann schlechtestenfalls passieren? So Sachen wie Tears Down etc. Range down. Pheromones. Drowsy haben wir gefunden. Drowsy wäre natürlich grundsätzlich eine coole Geschichte so. Aber mit zwei Schlüsseln will ich eigentlich nicht in den Shop reingehen. So, geh hier kein Risiko ein. Ja, genau wegen so einem Scheiß nämlich. Ich genau weiß, dass ich sowas hier mache. Weil ich das eh sonst nicht eingesetzt hätte. Okay, das ist, glaube ich, nicht nur ein HP ab. Was kann dieses Ding denn noch? Das ist nicht nur ein HP ab. Das ist auch ein... Ja, okay, 1,0 Luck ab. Ja, nee. Dann werden wir das schon rerollen. Es ist wieder ein HP ab, ne? Ja, es ist wieder ein HP ab. Gerade. Vielen Dank. Ach, ich hätte die zweite... Scheiße, ich hätte die zweite Aufladung gleich mitnehmen sollen. Ah, war dumm. Ich hätte die zweite Aufladung mitnehmen sollen. Okay, ja, wobei das jetzt das Kart... Ach, das ist doch wieder alles Kacke. Kann bei den Karten irgendwas Brauchbares jetzt dabei sein? Eigentlich nicht. Also schon, aber... Ja, irgendwie so Tour of Kram. Ja, cool. Oh ja, Fool ist natürlich... Auch eine coole Geschichte. Da kommt mir gerade die Frage. Ace of Clubs. Lass mal Fool hier liegen. Und dann können wir jetzt hier eigentlich Ace of Clubs machen, ne? Oh, ah, da können auch Trollbomben rauskommen. Das ist ja frech. Ich habe jetzt gar nicht alle bekommen, die ich wollte. Das ist ja frech. So, aber jetzt können wir mal noch den... Oder war ich da schon drin? War ich im Curse Room schon drin? Habe ich den schon gefunden? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich bin am Anfang hier runter. Und ja, genau, hier sind noch Räume. Wir haben noch gar nicht alles gesehen. Vielleicht haben wir das Planetarium übersehen. Oha. Oha. Das wäre voll lustig, wenn jetzt das Planetarium einfach hier auftauchen würde. Wir haben den Itemraum noch gar nicht gehabt. Ups.
Okay, aber den Kampf haben wir auch noch. Okay, ist in Ordnung. Hau das Zeug in die Luft, jawoll! Gib mir die Coins. Ja, cool. Gut, dass wir nochmal zurück sind. Haben wir noch ein paar Münzen mitgenommen und ein paar Schlüssel. Ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. So. Hier ist der Itemraum. Ach so, wir hatten den noch gar nicht. Ist das mir gar nicht aufgefallen. Vor lauter anderem Kram. Aber da ist eigentlich noch was drin. Kein blauer Stein oder so, ne? Nee, okay. Ja, gut. Da war auch nichts mehr, ne? Nee. Nee. Okay. Chance für Planetarium steigt auf 1%. Ich habe mir gerade gedacht, wir haben ja Steam Sale. Wieso gehe ich nicht rein? Boah, und jetzt sehen wir, warum ich nicht rein bin. Aber ich habe... einen Schlüssel habe ich jetzt halt hergegeben. Aber leider ist hier nichts Brauchbares am Start. Aber ich habe Steam Sale vergessen. Ne? Jetzt ist mir eingefallen, dass wir Steam Sale haben. Gut. Hä? Wie habe ich das jetzt freigeschaltet? Ace of Hearts. Wie schaltet man das frei? Unlock this item by defeating any floor after basement 1 with only half a heart of health. Funktioniert mit The Lost. Ja, wow. Ja, lol, okay. Warum ist das bisher nicht passiert? Hab ich immer irgendwas gemacht, dass es schief läuft? Scheinbar. Ach, Amnesia-Drecksding wieder hier. Dämlicher Fluch. Gut. Gut, nerv mich nicht. So viele nervige Gegner. Macht euch weg. Oh, hier gibt's Dings. Was natürlich auch interessant wäre mit Fool. Auf jeden Fall kann man reingucken. Nee, jetzt ist nicht mehr interessant. Aha. Das machen wir ganz easy. Oh, wie gesagt, ganz easy. Alter, überall Räume. Sind wir in der XL? Ach nee, sind wir nicht. Wir sind in der Lost Ebene. Stimmt. Aha. Da freut sich mein Shopherz. Weil wir Steam Sale immer noch haben. Okay. Guck mal, was wir hier haben gefunden. Jawohl, The Moon. Schön, dass wir gerade auf der Karte natürlich jetzt nichts sehen, aber ist in Ordnung. So. Dann können wir jetzt auch gleich die Itemräume abfrühstücken. Die will ich eigentlich auch nicht haben. Ich bin ganz ehrlich, die werden wir auch noch rerollen. Die werden wir auch noch rerollen. Die werden wir auch noch rerollen.
würde lachen, wenn ihr jetzt sagt, Gravity Tears rerollen war falsch. Würde ich wirklich lachen. Weil wenn ich jetzt einmal wirklich anfange, Zeug zu rerollen, was ich nicht für gut erachte, und ihr dann sagt, ist falsch, dann weiß ich auch nicht mehr. Wishbone war doch, was ich denke. Dass wenn ich getroffen werde, habe ich die Chance, dass Dinge passieren. Die Frage ist jetzt, funktioniert das? Funktioniert das mit Schild? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Siehst du? Und jetzt haben wir schon was Besseres gesammelt. Dusch. Das Bud Spencer-Item. Dusch. Okay, ja. Das weiß ich jetzt halt nicht, ob das so funktioniert oder nicht. Wahrscheinlich funktioniert es nicht und ich nehme es jetzt völlig umsonst mit. Wie ich mich kenne. Tsch. Wusch. Jetzt kriege ich den. Ist wieder klar. Ist wieder klar. Ist schon recht, Spiel. Irgendwie ist das Item mehr Slapstick als Nutzen, aber es ist lustig. Pit? Kein Pit, okay. Okay, gut, dass wir den goldenen Schlüssel gefunden haben. Kann ich jetzt hier schön einfach reingehen. Und abräumen. Da ist mein Curse Room. Und mit The Fool habe ich noch eine kleine Sicherheit, sollte ich den Schild da drin verlieren, dass ich wieder rauskomme. Das ist ja genau der Grund, weshalb ich gesagt habe, hey. Ja, cool. Super. Großartig. Mir nichts Besseres vorstellen. Na, wenn mich die jetzt nämlich treffen, wäre ich jetzt tot. Stabil. Oh, lol. Ich könnte darauf spekulieren, dass es gleich explodiert ein Item ist, was ich rerollen kann, aber irgendwie, bin ich jetzt ganz ehrlich, scheint es mir jetzt nicht so mega sinnvoll, hier rumzuwurschteln. Wir sprengen den einfach in die Luft und ne, ja cool, nehmen wir, was da rauskommt. So, aber damit hat sich The Fool bewahrheitet und deswegen bin ich auch mit dem The Fool da rein. Ansonsten hatte ich nämlich echt ein bisschen Bedenken, da reinzugehen. Muss ich ja gestehen und ich weiß auch wieder genau, warum. So, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Hier nämlich nicht. Oh Gott, ich hasse es, in so einer Ebene den Weg zu suchen. Dann müssen wir doch da, wo wir waren, noch weiterlaufen können. Ich dachte, da war Schluss. Wir waren ja noch nicht mal im Shop. Hier geht's nach oben noch. Aha! Shop und Boss. Beides, was wir noch gesucht haben. Vereint. Glücklich vereint, möchte ich fast sagen.
Ich werde es kaufen, damit ich es rerollen kann. Klingt das sinnvoll? Klingt das irgendwo sinnvoll? Weiß es nicht. Aber ich mach's. Ich würde sagen, es war sinnvoll, ne? Okay, beides nicht nützlich, aber dass der alleine jetzt da ist, der Raum, kann uns sehr viele coole Sachen bescheren. Alleine, dass der Raum da ist, kann uns sehr viele coole Sachen bescheren jetzt. Gut. Nehmen wir noch den Sack. Haben wir noch eine Aufladung, weil jetzt hätten wir sonst keine mehr für den Boss. Und dann passt die Geschichte. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas liegen lassen? Bin ich irgendwie dumm? Ach so. Ach so. Ach so. Ich wollte ja... Stimmt. Ich muss ja ein Trinket liegen lassen beim Boss. Die Frage ist jetzt, die Cap oder das hier? Ich weiß halt nicht, ob das... Das tut, was es soll. Das ist mein Problem. Versteht ihr? Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das war zu bald. Der Treffer kam zu bald. Der Treffer kam viel zu bald. Uah. Oh, Mama Mia. Okay. Das ist Shot Speed Up und Dings, das würde ich schon mitnehmen. Ah ja, es ist sogar ein Damage Up. Oh mein Gott, wenn ich das rerollt hätte. Ihr hättet mich schon wieder sowas von. Ihr hättet mich schon wieder so geschlagen, einfach nur. Oh Gott, okay, jetzt liegt hier ja eh ein Twinkle drum. Das ist dieses... Wenn ich getroffen werde, ne, ist es weg oder so. Aber ansonsten habe ich ewig viel Luck. Ach komm, dann nehmen wir das mit. Ich werde nicht getroffen. Man kennt's. Ja, ja, passt schon. Ab jetzt können wir alle Itemräume nutzen. Und mit unserem Eternal D6 schön alles wegrerollen. Oh nein, da ist schon wieder der Curse Room. Ich habe Angst. Soll ich reingehen? Beim Gucken, weil durch das Lag-Up ist jetzt jeder Schuss so ein Ding. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Jetzt ist einfach jeder Schuss so ein Ding. Wait. Der Treffer... Ich muss es lesen. Der Treffer von dem Rausgehen, ne? Der Treffer von dem Rausgehen, zählt das als Damage? Ah, Curse Rooms werden es nicht zerstören. Okay, 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 alles klar. Taking a hit and activating Holy Mantle won't destroy it. Okay, nice. Das heißt, ich kann es nie wieder loswerden. Weil wenn ich es loswerde, bin ich tot. Das klingt doch gut. Das war ein bisschen riskant, aber hey. Aber ich muss es jetzt ja auch behalten, lol. Kommt mir gerade so. Ich muss es ja behalten. Also das muss ich jetzt definitiv in der Hand behalten. Weil vielleicht kriegen wir ja noch geilere, noch coolere Sachen. Kann ja sein. Aber das ist jetzt erstmal voll cool, dass jeder Gegner jetzt diesen Knockback bekommt. Das allein ist jetzt schon mal ziemlich cool. Würden wir jetzt nämlich so dieses Feuerding haben, dann würde das jetzt auch mit Feuer funktionieren. Diese Feuer-Flaming-Tears-Dings da, ne? Weißt du schon.
wo ich die Wahrscheinlichkeit hatte, dass das Feuer dabei sein kann. Mit dem Item ist das insane genial. Cool. Das war alles andere als insane. Ach ja, wir müssen ja Tiers ab uns holen. Wir müssen uns ja unser leckeres Tiers abholen. Das habe ich ja glatt vergessen. Aber das habe ich deswegen vergessen, weil wir in der letzten Ebene, weil wir da praktisch keine guten Möglichkeiten hatten. Jetzt haben wir diese Möglichkeiten, ja. Ich wollte gerade sagen, da muss noch was passieren, weil der Raum nicht aufgeht. Okay, bombentechnisch sind wir gut dran, schlüsseltechnisch ist eigentlich auch in Ordnung. Itemraum, sehr schön. Und wir können hier rollen. Mal gucken, was es gibt. Das würde ich nicht rerollen. Das gibt mir zufälligen Dings-Effekt, ne? Das kann eigentlich nur gut sein am Ende. Das würde ich nicht rerollen. Also ich hoffe, da seid ihr bei mir, dass man Zodiac nicht rerollt. Wir wollen ja eh die Karte behalten, von daher kann es eigentlich kaum ein Trinket geben, wo ich sage, das würde ich jetzt eher mitnehmen. Ich mag den Effekt, der ist cool. Cool. Ey, wir haben ein HP ab, Mensch. Wollte gerade sagen, kritischer Moment hier wieder. Gut, dass ich noch keinen Treffer einkassiert habe. Sonst wäre das jetzt wieder böse ausgegangen, ey. Was habe ich eingesammelt, dass so viele Kisten spawnen? Ist das Dings? Kommt es durch Dings, durch den Mond? Auch mit zusätzlich? Oder habe ich irgendwas an? Ach nee, Luck! Das ist die Luck-Karte! Die Luck-Karte erhöht natürlich auch den Drop von Kiss. Oh mein Gott, die Karte ist ja insane! Aber dann ist klar, dass die halt normalerweise, wenn man nicht gerade lost ist, dass die einfach zerstört wird, wenn man getroffen wird. Oh mein Gott, wie gut einfach. Wir könnten eigentlich gleich im Boss reingehen, ne? Machen wir gleich mal Boss. Ich wollte gerade gucken, ob es auf Bosse auch wirkt. Ja, es wirkt nice auf Bosse. Perfektiko. In your face. Komm, Engelraum. Ja, nice. Und das wollen wir. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich hier gucken, ob ich das rerollen würde. Weil dann gehen wir erst in den Engelraum und rerollen da. Aber so ist natürlich auch nochmal die Geschichte, dass das so auf jeden Fall in Ordnung ist. Okay, Por. Trisagion ist halt schon geil. Trisagion ist halt schon geil. Aber das Schild ist auch geil. Ich würde Trisagion mitnehmen. Weiß nicht. Also die Lanze auf jeden Fall nicht. Oder halt rerollen und hoffen, dass sowas wie ein Dingshard dabei ist. Aber reroll ist mir viel zu riskant. Nein, komm, wir nehmen Trisagion. Was überlege ich da eigentlich rum? Sowas von nehmen wir Trisagion mit. Nice. Okay, sollen wir den Kampf riskieren? Für die höhere Engelchance? Wenn ich den jetzt versau... Nein! Ganz anders! Ich bin genial!
Ich bin genial! Insane! Ich bin genial, natürlich. Ich reroll einfach den Schlüsselpiece-Dings. Oh mein Gott! Yo! Gut, für euch ist es Standard, was ich gemacht habe. Für mich ist es Genialität. So, Shop müssen wir noch finden. Das Gefährliche ist, ich sehe jetzt vor lauter Trisialgön nichts mehr. Oh, den hätte ich zum Beispiel nicht gesehen, den Gegner da. Huch. So, aber jetzt Shoppy. Ach so, ja, hier natürlich. Hier. Ich wollte gerade sagen. Warum wollte ich noch mal in den Shop gehen? Ja, wir nehmen alles mit. Engel-Items schon mal sowieso. Und der schießt noch mal zusätzlich hier Dinge. Voll okay. Gut. Will ich noch den Sack? Ja, komm, den Sack nehmen wir auch noch mit. Ich meine, für drei... Ist das so frech, den immer zum Schluss zu bekommen. Ich glaube, das hier nützt mir gar nichts. Aber bevor es mir doch was nützt, nehme ich es lieber mal mit. Vielleicht ist es nachher irgendwie nützlich und es geht über Holy Shield, aber ich glaube es nicht. Also ich will nur kurz festhalten, ich glaube nicht, dass es mir was nützt. Aber ich habe es mitgenommen. So, hier oben kann kein Geheimraum sein. Okay, den Raum nehmen wir auch noch mit. Dusch, dusch, dusch. Nice, ein Reroll. Optimum. Wobei das jetzt nicht so Optimum ist. Ich glaube, das ist, wenn man getroffen wird. Aber ist ja egal. Wir hätten eh keine Aufladung mehr bekommen. Doch, ich hätte die Batterie. Okay, ich hätte die Batterie nehmen können. Ich habe nichts gesagt. Ich hätte die Batterie nehmen können. Sehe ich ein, ich hätte die Batterie nehmen können. War nicht meine beste Idee. Aber ist okay, oder? Kann man verkraften. Ich denke, wir haben genug gute Sachen gefunden. Leider den goldenen Key zum Schluss gefunden, aber so ist es halt. Man steckt nicht drin. So, Devs 1. Da ist gleich mal der Geheimraum. Den werden wir uns gleich mal snacken. Da warte ich jetzt auch nicht auf goldene Bomben. Wir haben genug Bomben. Das ist in Ordnung. Aus irgendeinem Grund bin ich böse langsam. Ich weiß gerade gar nicht warum. Was ist passiert? Also ich bin gerade echt sehr langsam. Warum bin ich gerade so langsam? Hat das mit dem Rage-Ding zu tun? Ah, Hilfe. Ach so, nee, nix Hilfe. Ich bin ja ein Geist. Ich bin ja lost. Im wahrsten Sinne des Wortes schon wieder gewesen. Guck mal, ich verliere die ganze Zeit Dings. Ich glaube, das ist das Rage-Ding, ne? Ach, ist das dieses aufbauende Rage, dass wenn ich... Ja, jetzt lädt sich mein Rage auf. Das ist dieses Rage. Oh, dann ist es eigentlich sogar ein cooles Rage. Aber dann ist es deswegen so langsam... Okay, ich brauche dringend ein Speed-Up. Boss machen wir noch nicht. Vorher will ich erst so Sachen wie Shop-Typ sprengen, um Chance zu erhöhen. Sehr schön. Wenn der Shop ein Keeper-Kampf ist... Quatsch, ein Greed-Kampf... ist schon... Hä? Nee, wie heißt das Ding? Ist egal.
Kann dann trotzdem diese Treppe auftauchen? Wäre nämlich ärgerlich, wenn nicht. Sie kann auftauchen. Ich gehe ganz kurz raus, weil ich mein Schild gerade verloren habe. Dass wir hier auf uns wieder aufladen. Sehr nice. Okay, was kriegen wir jetzt hier für ein nices Item? Die Kapuze, macht die auch Damage ab? Es tut mir leid, dass ich alte Items immer wieder nachgucken muss. Aber ich kann... es sind zu viele. Ich kann mir das nicht merken. Ich weiß, die gibt schwarze Herzen. Aber die macht auch Damage ab, ne? Plus Damage ab. Ja. Ja. Dann hole ich sie mir. Dann hole ich sie mir. Dann hole ich sie mir aber sowas von. Jawohl. 1,18 Damage mehr. Achso, ich wollte den Typ sprengen. Hab ich gerade noch gesagt und mach's nicht. Hier. So, Chancen erhöht. Schöne Sache. Schön ist halt echt, durch den Knockback-Effekt zusätzlich hauen wir so viel weg, ne? Und dadurch, dass halt jede Träne von uns Knockback hat, wegen der Karte. Jo, da kommt so viel. Wenn man mit einem Charakter relativ weit mal gekommen ist, dann kommen so viel coole Effekte zusammen. Weil Lost kriegt ja automatisch diese A-Plus-Karte. Er wird ja nicht getroffen. Das ist ja das Ding. Muss nur immer aufpassen, dass es nicht zufällig eine schlechte Truhe ist. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, wenn die kommt. Falls ihr euch wundert. Aber das mit dem Speeddown gefällt mir. Wir brauchen dringend wieder Speed-Up. Das könnte mir zum Verhängnis werden. Ich weiß, man wird im Raum schneller. Ne? Ihr seht's ja, jetzt werde ich wieder schneller im Raum. Bis dann halt der Moment kommt, dass man raged. Aber irgendwie kommt er jetzt gar nicht. Weil jetzt habe ich echt ein bisschen Bammel vor dem Curse Room. Da will ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht rein. Wenn ich nichts habe, womit ich mich rausport... Yo. Okay, versauen wir den Raum jetzt? Eigentlich dürfen wir den Raum nicht versauen. Höchstens, wenn halt die Gegner in mir spawnen. So, sowas ist dann halt Kacke. Okay. Eightball, Shot Speed Up und eine Karte könnten wir rerollen. Tears Up nehme ich direkt mit. Okay. Den 8-Ball würde ich rerollen. Oder macht er auch Damage? Lasst mich ganz kurz nochmal gucken. Lasst mich kurz nochmal 8-Ball nachschauen. Und mich hassen. Shot Speed. Gibt eine random Tarotkarte. Plus 15% Chance für Planetarium. Der 8-Ball macht Planetarium-Chance höher. Ach so. Hatte ich den vielleicht, als ich mehr Planetarien hatte? Hatte ich den vielleicht? Aber wir haben noch... Ne, wir haben noch zwei Räume. Wir haben noch zwei Ebenen mit Planetarien möglich. Nee, dann, Entschuldigung. Dann nehme ich den Kollegen mit. Dann, ist das gut. Dann ist das in Ordnung. Ich meine, 15% Planetarium-Chance ist 15% Planetarium-Chance. Ne? Da müssen wir nicht diskutieren.
Aber jetzt habe ich nicht die anderen Räume mir angeguckt. Ja. Hier ist ziemlich safe ein Raum. Tears up. Sehr schön. Wir haben schon einmal gesprengt, ne? Ich glaube, nochmal sprengen ist nicht relevant, aber ich sprenge einfach trotzdem für das Geld. Jo. Okay. Dann gibt es jetzt noch zwei Spezialgeheimräume. Ja, gut, die... Oha. Ich wollte gerade sagen, die schießen jetzt weiter, ne? Ja, ja. Da ich so langsam bin, ist es tatsächlich ein bisschen kritisch. Ich glaube, es ist ein Reroll. Ich glaube, es ist ein Reroll. Ich glaube, es ist für mich ein Reroll, aber ich gucke es ganz kurz an. Aber ich glaube, das ist ein Spacebar-Item. Das ist ein Reap. Nee, ist nicht ein Rebirth-Item. Ach, da. Ach nee, passiv. Ups, was ist es denn? Most spider enemies no longer target or deal contact damage to Isaac. Ach so. Aber Fliegen sind eigentlich jetzt nicht mehr gefährlich. Wenn ich nachher an der Spinne sterbe, ne? Wenn ich nachher an der Spinne sterbe und das hier rerollt habe. Aber das werde ich rerollen. Das werde ich rerollen. Stopp. Du bist nicht Alpkeck. Du bist Bouncing Tears. Richtig? Nein, 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 nein. Es ist Alpkeck. Es ist Alpkeck. Es ist Alpkeck. Junge. Nee, nee. Nee, nee. Ich muss ganz kurz das nochmal sacken lassen, was damals passiert ist. Okay, wir haben damals... Wir haben damals... damals den Fehler gemacht, das zu kombinieren. Ich will nur kurz nachgucken, ob das wirklich Alpkeck ist, aber es müsste Alpkeck... Ja, es ist Alpkeck. Ja, ja. Sheesh, ey. Sheesh. Aber das ist auch nicht in so einem Synergie-Ding die Möglichkeit gibt, das zu kombinieren, ne? Trisagion und Alpkeck gibt es einfach nicht als Option zum Kombinieren. Schon frech. Okay, also, schlechte Idee, nicht nehmen, Reroll. Sonst großartiges Item, aber das wäre der Instant-Tod jetzt. Das wäre jetzt einfach mein Instant-Tod. Muss nicht sein. Muss echt nicht sein. Aber wir kommen nochmal zurück, wenn wir... Okay, wir kommen nicht mehr zurück. Jetzt habe ich aber auch nichts, womit ich den Boss rerollen kann. Ja, gut, ist okay, habe ich dann halt. Dann hätte ich das Spinnending mitnehmen sollen, aber man weiß es halt vorher nicht. Man weiß es halt vorher nicht, ist in Ordnung. Ist okay. Muss okay sein. Hilft ja nichts. So, hier könnt jetzt natürlich noch... Nee, da habe ich beides gesprengt. Ah, dann weiß ich nicht, wo der Geheimraum ist. Na, jetzt auch egal. Ist mir dann jetzt auch egal. So. Sollte der Boss wird ja wohl hoffentlich funktionieren. Bleib weg, bleib weg, bleib einfach weg. Tschüss. Es ist ein HP-Up. Es ist ein HP-Up und ich kann es nicht rerollen. Ach, das ist doch kacke. Doch, ich kann es rerollen. Ich kann es rerollen, indem ich nämlich beim Rückweg es mache. Ich rerolle es einfach beim Rückweg. Wir kommen hier ja wieder her. So ein Ding ist das. Wir kommen hier ja wieder her. So. Die Ebene, auf die es ankommt. Kein Fluch ist schon mal super. Direkter Geheimraum ist auch super. Und wir haben wieder mehr Speed.
Wir haben wieder mehr Speed. Unser geringer Speed ist wieder weg. Sehr schön. Dann erhöhen wir gleich mal die Chance. Und dann spielen wir Räume. Oh. Wir werden erst den Shop machen, wegen Geld, ne? Da kann es coole Sachen geben. Die Seife ist, glaube ich, ein Tiers-Up gewesen. Ja, Tiers-Up und Shot-Speed-Up. Die würde ich nicht rerollen. Die würde ich einfach mitnehmen und mich eine Runde freuen. Alter, der ist einfach in mir... Der ist effektiv in mir gespawnt. Holy moly. Das war kritisch. Das war ein bisschen kritisch. Ich hab nichts gesehen! Ich hab nichts gesehen! Ach, scheiße. Ah, aber ich will trotzdem nochmal sagen, es ist super cool, wie weit... Also wenn man mit Lost eine Weile gespielt hat, dann kommt man echt gut voran, weil man dann durch diese Luck-Up-Karte richtig cooles Zeug kriegt. Aber ich habe nichts gesehen. Es war ein bisschen... Trisagion ist cool, aber das Problem ist mit Trisagion, du siehst nichts mehr. Du siehst nichts mehr, das ist ein bisschen problematisch. Letztendlich ist es mein Skill, der es zum Absturz gebracht hat, aber das mit Trisagion ist schon... Es ist cool, aber du siehst nichts mehr. Ah, gut. Nehmen wir es so hin. Nächste Runde läuft besser. Wir werden mit Lost uns den Tainted-Charakter schon holen. Danke fürs Zuschauen. Ich denke, wir haben schon einiges gelernt in dem Part. Es lief nicht so optimal, leider, jetzt auf Schluss zu. Ich hätte es nicht tun sollen, ich hätte es lassen sollen. Aber es ist in Ordnung. Wir müssen damit leben. Wir müssen mit solchen Runs leben. Ich muss immer noch damit leben, dass ich mit Keeper bei Dings gestorben bin. Aber das ärgert mich jetzt erstmal bestimmt eine ganze Woche. Aber es ist halt so. Danke fürs Zuschauen und tschüss.